Ahmad Jamal, der am 2. Juli seinen 80. Geburtstag feierte, zählt einerseits immer noch als Geheimtipp. Andererseits gehört er zu den besten Pianisten, die der Jazz kennt. In Pittsburgh als Frederick Russell Jones geboren, hatte er bereits ab dem 4. Lebensjahr Klavierunterricht. Aus Jamals Vereinigung von Pop mit Jazz-Innovationen erwächst sein guter Ruf beim Publikum. Miles Davis äußerte seit den 1950er Jahren wiederholt seine Hochachtung und hielt seinen Pianisten Red Garland an, im Stil von Jamal zu spielen. Weiterhin beeinflusste Jamal mit seinem Trio Musiker wie Julian Cannonball Adderley, John Coltrane, Gil Evans sowie die Fusion-Musik der 1970er Jahre. Lange Zeit von der Kritik nicht beachtet, zählt Jamal heute zu den wichtigsten Kräften im zeitgenössischen Jazz. Überzeugen Sie sich selbst von dem fantastischen Klavierspiel Jamals mit einem Konzert vom Internationalen Jazzfestival in Viersen mit Ahmad Jamal am Klavier, James Kamak am Bass und James Johnson am Schlagzeug.